Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ja, heute machen wir mal einen kleinen Baustopp. Die Schmiede steht ja soweit. Ich muss bloß noch die Mitarbeiter von hier unten dann dort hochbringen. Aber das können wir ja mal in aller Ruhe machen. Und heute ist der Plan, endlich mal die namenlose Stadt komplett erkunden. Achso, wir brauchen Nacktfragmente. Machtfragmente hatte ich hier nicht. Übrigens, hier Leute. Cooler Hinweis von euch, ich hatte ja auch noch einen Liebesknüppel, den ich zur Purge hätte nutzen können. Naja, ich war halt hektisch. Guck mal, wir haben hier 6 Machtfragmente, die nehmen wir mit. Ich habe auch schon ein verbessertes Waffenschadenskit mitgenommen. In weiser Voraussicht, dass wir vielleicht Glück haben und ich nehme die 2 Mädels mit, dass wir Glück haben und dieses komische legendäre Schwert finden, was wohl allein einen 97er Schaden macht. Das ist ein Einhandschwert. Warte, das habe ich alles. Eine Fackel, trinken, essen, Dingsi, Bumsi, alles dabei. Cool. Genau. Und das ist mein großes Ziel, das zu finden. Müssen wir halt mal schauen, ob wir es denn finden. Also, das ist halt ein Drop von irgendwelchen Bossen dort drin. Und geht halt nur mit Glück. So, darüber müssen wir halt kurz latschen, aber ist auch mal cool. Können wir ein bisschen quatschen, Leute. Genau, als nächstes steht noch an das Sägehaus, das Holzverarbeitungshaus. Da muss ich mal gucken, das will ich eigentlich schon so im Holzstil haben. Da weiß ich bloß nicht, ob Arena-Fundamente da unbedingt passen. Oder ich stelle das separat. Dann kamen noch coole Vorschläge von Onkel Tom, dass ich doch jetzt im Prinzip alle Bauten dort drinne, da ja die Purge eh unten stattfindet. Das bedeutet, oben gibt es keine Gefahr. Könnte ich jetzt in diesen Wall mit einbauen. Also, das ist halt so eine Sache. Das ist gar nicht mal verkehrt, aber ich möchte ja auch in der Base, dass es so ein bisschen authentisch kuschelig ist, ne? Dass die Werkstätten eben so in den Hof ragen, in der Mitte halt ein Brunnen ist. Genau. Ich hab schon wieder Namensschilder aus, ne? Weil ich... Weil ich wieder irgendeinen Thumbnail gemacht habe. So, Gameplay. Hier, zack. Gut an. Dann wissen wir auch, mit wem wir es zu tun haben. Den da oben, den mache ich jetzt nicht. Den habe ich letztens erst gemacht. Das ist ein Dreier. Ein Dreier Totenkopf-Skorpion. Und, genau. So, achso, habe ich Heilpfeile mit. Stimmt, ja, ich hatte nochmal welche hergestellt. Weiß bloß nicht, ob ich sie mitgenommen habe. Haben wir alles da, Leute? Alles cool. Drecksskorpion kriegt in die Schnauze. Schluss damit. Und jetzt geht's hier rein und wir gucken mal, was wir alles finden. Dort gibt's einen Drachen, dort gibt's, naja, den blauen Skelettboss. Der hat ja immer coolen Loot. Dann gibt's, dieses andere Skelettding, was so weiter nördlich rumrennt. Wir gucken einfach mal. Ich mag ja die namenlose Stadt so überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie fühle ich mich hier halt nicht wohl. Und, genau. Ach so. Könnt ihr kurz übernehmen, Mädels? Danke. Zu diesen legendären Schwertwaffen. Jetzt ist Schluss hier. Zu diesem legendären Schwert gibt es eins zu sagen. Das macht mit einem Spezialangriff macht das nur einen Schaden. Also quasi mit rechter Maustaste. Die haben ja einen krassen Schlagintervall. Könnt ihr mir mal helfen, bitte? Genau, das macht mit einem Spezialangriff, also rechte Maustaste, macht das nur einen Schaden. Und nur mit der normale Angriff macht halt diesen 97er Schaden. Deswegen ist diese Waffe ideal für mich, weil ich dann endlich die Blockentaste auf meine rechte Maustaste legen kann. Und, quasi dann vernünftig blocken kann, weil ich kriege ja hier immer mega Krämpfe, wenn ich blocke. Weil die Taste einfach auf der Tastatur, das sagt mir nicht zu. Das sagt meinen kleinen Finger nicht zu. So, dann gucken wir mal hier. Ich habe keine Ahnung. Dort hinten brennt irgendwas. Gehen wir erstmal dorthin, wo es brennt. Hier unten sind Drachen.
Hä, habe ich hier nicht gerade was brennen sehen? Ist da eine Lücke? Also wir gehen erstmal links gucken, oder? Was sagt ihr? Na, wir gucken mal kurz rein, wenn es dort komisch aussieht. Gehen wir vielleicht doch in die andere Seite. Hallo, hallo. Ich bin hier, um alles zu pullen, was hier so rumkreucht und läuft. Dort müsste doch der Archivar sein, ne? Na, meine Mädels machen das schon, oder? Ist dort der Archivar? Ne, da steht so ein großer Typ. Was hat denn der nochmal zu sagen gehabt? Dann quatschen wir mal kurz mit dem. Ich glaube, der war friedlich, mit dem kann man reden, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Wir müssen bloß den Überblick behalten. Also da ist noch irgendwas, wo wir dann hingehen. Da scheint was zu sein. Hier unten scheint auch was zu sein. Da ist der Obelisk. Ne, was ist denn da? Da ist einfach nur Verderbnis. Verderbnis ist nicht gut. Da gehen wir zum Schluss rein, Leute. Wir gehen erstmal hier zum Onkel. Und da gehen wir zum Schluss rein. Grüß dich, meiner. Du warst doch friedlich, oder? I smell you, human. The stench of your kind has not improved throughout the eons. Haben wir schon mit dem gesprochen oder habe ich das letztens nur in einem Video gesehen? Ashes and dust, human. Ashes and dust. All that remains of what we once were. An echo of an echo. Der ist jedenfalls. Okay, ich lasse erstmal labern. The iron scent of blood as I pass the temple of the old serpent. The thrumming power in my veins as I chant the ritual of summoning, the intoxication and ecstasy of knowledge. Ashes and dust. Geiler Text, Leute. Könnte ein cooler Songtext werden. Was ich sagen wollte, der ist wohl, glaube ich, auch echt von der Story her sehr relevant. Also das, was der auch sagt und so. When the world was shattered, your people came to us as refugees. We were generous. We gave them the Wild North. They built a city there amongst the trees and practiced weird sciences and worshipped their demon gods. For 1,000 years, there was peace and trade among our peoples. But your kind is ever seeking, ever grasping, ever multiplying. War was inevitable. And when it came, it was terrible. Okay, es gab einen schrecklichen Krieg, weil, also wir haben gut miteinander gelebt anscheinend, also unser Volk und die, aber irgendwann wurden wir gierig und irgendwas und ständig paarungswillig stand da. Wahrscheinlich haben wir uns zu schnell vermehrt in deren Augen. I see that you wear the bracelet, human. When the war between our peoples began, we created such to bend the prisoners of war to our bidding. My kind are long lived. And slow to replenish our numbers. And as we dwindled in the war, we increasingly came to rely on human prisoners to provide us with labor. To that end, we created the bracelets. To bond your kind, to control your movements, to allow you to understand our language, and to prevent your kind from escaping. But that was an eon ago. To what purpose they have now been attuned. Ach, das ist ja krass. Die haben uns quasi damals die Armbänder verpasst, damit die uns kontrollieren können, damit die uns im Zaun halten können. Er weiß allerdings nicht, wofür die Armbänder heute noch da sind. I was one of the triumvirate that ruled this land. The archivist concerned himself primarily with the collection of knowledge, and the priest king had dominion over our spirits and the rituals of our faith. My people called me. The Warmaker. For it was my duty. Ah, that's the Warmaker, genau. And for a while, I did my duty. I held the northern passages against the humans. Together with the archivist, I established the watchtowers to warn us of the coming of the humans. They burn still, bonded one. When their color changes, it is because those of your kind have crossed the borders to our kingdom with the intent to slay, burn, and ah.
Jetzt verstehe ich den ganzen Spaß. Dieses Schutzschild, weswegen wir hier gar nicht rauskommen, ist gar nicht da, dass wir nicht rauskommen, sondern dass keine unserer Art reinkommt in diese Welt. Das ist ja abgefahren und interessant. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Wir wurden verraten. Forged of their strange science. It smashed through the ranks of my troops, turning those captured in its blast into solid stone. Those who survived fled south to lick our wounds. During this moment of weakness, the Priest King came to me with a proposal. A new ritual to counter the human sciences. A powerful magic to scour the landscape and drive them forth. In desperation, I agreed. Do you understand, human? Okay. In ages past, this was the most fertile land in our empire. And then I unleashed the magic that created the sandstorm. And I lost control of it. I betrayed my people to a slow, dwindling doom. Also hat quasi diesen Sandsturm erschaffen. Ja, seine Kehle ist völlig ausgetrocknet. I've been alone in the darkness for a long time, human. Few have come to me over the eons, but there was a man who came here years ago. I had not spoken with another being for thousands of years, and there was a hunger. Tausende Jahre, das ist echt krass, oder? He did not wear a bracelet as you do, so he learned my speech, and he listened to me talk of this city and what it once was. And for a while, as I described it to him, it lived again in my mind. Perhaps I spoke too much. When I told him of the greatest artifact of our religion, the serpent ring of Set, he left me to search for it. And now your kind come into my city again, wearing the slave bonds and disturbing the dead. Okay, der ist nicht begeistert, dass wir hier sind. That coincidences are simply patterns that I have not yet understood. Krasse Geschichte, Leute. Ich mach weiter, oder? Ashes and dust, human. Ah, ne, jetzt sind wir durch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. So, also hier ist Fäulnis. Da gehen wir erstmal nicht rein. Hier wird wahrscheinlich in jedem krassen Bereich Fäulnis sein, oder? Dann gehen wir doch mal hier rechts. Bleiben Sie ruhig. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich mal eine Fackel anmachen. Eine Fresse! Oh, da unten ist... ist Mama Drachen. Ja, mein Gott. Irgendwann müssen wir sie machen. Jetzt ist halt gerade dunkel. Da gab es ja mal wohl irgendwie einen Trick, dass man die mit diesen Gaskugeln quasi vergiften konnte. Aber der soll seit ein paar Jahren nicht mehr gehen. So, ich will bloß mal schauen, nicht, dass hier noch kleine Drachen sind. Ist natürlich jetzt doof, dass es dunkel ist, Freunde. Weil mit Fackel kämpfen, der macht wohl beträchtlichen Schaden. Lass uns erstmal hier so einen kleinen versuchen. Ich glaube, einen Drachen haben wir bisher noch nicht erledigt, oder? Oh, der ist aber echt riesig. So, komm mal her hier. Ah, der hat auch Fäulnis. Ein Drachen vernichten. Reiseabschnitt abgeschlossen. So, aber nehmen wir mal das Hackemesser. Vielleicht kriegt man ja so einen Kopf raus. Drachenknochen, Drachenhorn. Nee, da kam kein Kopf raus. Schade. So, das hier weg. Alles klar, Leute. Ja, das mit der Verderbnis hier unten ist bitter. Ne, wartet, ich schätze mal, auf der anderen Seite ist auch noch so ein Babydrachen. Beseitigen wir erstmal den, in der Hoffnung, dass es dann gleich hell wird. Oh, ich renne hier vor allen Dingen mit einem Fleischermesser rum.
Der hat wohl auch eine übelste Range, dieser Typ. Oder Typin. So, ist hier noch einer? Man sieht ja halt gerade gar nichts, ey. Ich sag ja, ich mag diese Stadt hier gar nicht. So, da ist der Dicke. Ist hier noch ein Dünner? Ja. Keine Ausdauer. Ich könnte mir ja vor allen Dingen mal so ein Stärkeessen reinhauen. So, okay. Den mit einem Abhäutemesser, was kommt da raus? Wahrscheinlich. Ach nee, da kommt ja nur Fleisch. Nee, Quatsch. Huch, wo ist er? Da kommen mehr Knochen raus. Vielleicht gar nicht mal schlecht. So, Leute. Es ist halt dunkel, ne? Ist scheiße. Okay, ihr habt genug Essen. Wir haben Heilpfeile. Und man sieht nichts. Ist schlecht, ne? Okay. Au, okay, der ist schon ein bisschen eine Nummer härter. Scheiße, der Bogen. Alter Schwede. Okay, die Mädels sind noch gut drauf. Der ist auf ein Drittel, also ein Drittel ist runter. Okay, der packt schon ganz schön zu. Okay, die Hälfte haben wir geschafft, Leute. Der ist ganz schön krass. Der ist echt heftig. Und du kriegst halt die ganze Zeit diesen Wellness-Schaden. Okay, wir haben ihn gleich, Leute. Ja! Okay, was hat er hier alles? Einfach auch ein Machtfragment, alles nehmen.
Puh. So, Hackemesser. Kriegst du da eine Trophäe raus? Wo ist denn seine Hitbox? Ja, wir haben den Drachen. Ey, wir haben den Drachenkopf für unseren Turm. Oder für unsere Burg. Aber ich glaube, hier gibt es noch einen Drachen. So, Leute. Das hat sich doch mal gelohnt. Jetzt gehen wir noch schnell hier rein. Ach so, hier ist eine Kiste. Kann man hier rein? Nee, hier ist nichts. Okay, dann raus aus der Fäulnis. Dann können wir ja im Prinzip gleich nochmal dort hoch auf die linke Seite gucken. Dann hätten wir zumindest alles erstmal auf der linken Seite weg. Ja, das machen wir, Leute. Krasser Fight. Aber wir haben ihn geschafft. War jetzt auch nicht so schwer. Der macht halt heftige Angriffe, ne? Mit seinen Stampf-Ding-Sisi. Stampfi-Bumsi. So, wir sind wo reingekommen? Von da, theoretisch, ne? Genau. Und dann ging es doch hier irgendwo runter, oder? Ach, scheiß Ausdauer. Oder war das das, wo wir jetzt gerade waren? Ne, das war das, Leute, ne? Sonst ist hier nichts weiter. Ah, den müssen wir machen. Das ist hier mein Kumpel, oder? Der hat diese geilen Waffen. Aber dann sind wir doch jetzt schon viel zu weit nördlich. Ja, tatsächlich. Der ist wichtig hier. Der hat coole Waffen. Eieieiei. Aber wisst ihr, was ich halt total mies finde? Das ist nicht irgendwie ein Trank oder so. Gegen die Fäulnis gibt. Sondern dass man sich die halt nur wegtanzen lassen kann. Ich hack einfach nur wie ein Dummer drauf. Der schlägt ja die ganze Zeit auf meine Rallye ein, deswegen einmal nur drauf kloppen. Jetzt haben wir ihn gleich. So, okay. Der hatte keine coole Waffe dabei. Übrigens gesagt, dass der Typ doch eigentlich, weil es ein Dreier ist, einen Schlüssel haben müsste, aber der hat keinen. Also der hat keinen Dietrich. So, die Dinger raus, das raus, das raus. Nicht, dass ich hier wieder die falschen Sachen rausschmeiße. Okay, dann haben wir doch hier alles erledigt. Also dort sind wir reingekommen. Dann gehen wir jetzt hier da runter. Links. Was hatte ich vorhin gesagt? Nee, ich meinte vorhin rechts. Jetzt meine ich links. Naja, ihr wisst schon. Captain Chaotica ist sich nicht ganz klar. Genau, da ist dieser große, ne? Wir gucken noch mal, ob das wirklich so ist. Aber hier ist doch eigentlich auch nichts. Da sind doch nur Reliquienjäger, oder? Genau, da ist der große. Der Warmaster. So, das ist jetzt... Ey, das wird mir jetzt hier aber zu blöde. Dann kommen meine Freundinnen und erledigen euch. Spinnst wohl. Also irgendwo müsste hier noch ein großer Drachen sein. Genau, hier ist der Archivar. Getreue ist aufgestiegen, alles klar. Ja, dort drin war doch der Archivar. Dann sind dort nur Reliquienjäger, aber kein Drachen. Okay, dann müssen wir mal noch ein bisschen weiter gucken. Ist dort der Archivar? Ich weiß es halt gar nicht. Nee. Mensch! Was ist denn das mit euch? Hey.
Meine Fresse. Doch da müssten die Archive drinne sein. Oder ist da noch was dahinter? Aber hier ist doch irgendwo ein Drache, oder? Mensch, das ist doch nicht... Hallo, hallo, hallo. Beruhigen Sie sich. Das kann doch alles nicht wahr sein hier, ihr Knusperköppe. Frage ist, ist denn irgendwas dahinter? Weil das sieht auf der Karte so aus, als wäre da schon noch ganz schön viel Fläche. Naja, egal. Gucken wir mal hier weiter. Also hier ist der Archivar. Ich weiß, zu dem müssen wir auch noch. Das machen wir mal in einer Extra-Folge. Ich versuche ja immer noch, den schnellen Fahrstuhl bei ihm freizuschalten. Aber ihr habt gesagt, dass die Chance halt relativ gering ist. Kommt ihr, Mädels? So, was hat denn der hier für Loot? Nur Müll? Oh! Ist hier vielleicht ein Drachen? Was ist denn hier? Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sind alles Bogenschützen. Die müssen wir als erstes ausschalten. Nee, es sind gar nicht alles Bogenschützen. Oh! Alter, was ist denn hier von der Party? Mein Gott, was ist denn mit dir? Bleib stehen! Kann aber nicht wahr sein. So, wer ist er hier? Kumbi? Bist du nett oder bist du... Okay, er ist nicht nett. Aber guck mal, die Mädels, die haben, kriegen auch überhaupt keinen Gesundheitsschaden. Die sind so klasse drauf. Als hätten die einen Gottmodus drin, oder? Das ist krass. Alter, der schlägt aber ganz schön zu, der Typ. Hier kam gerade ein Follow auf Twitch rein von Kondar. Kondar, falls du dieses Video sehen solltest, vielen Dank für dein Follow. Boah, da steckt aber viel ein, der Typ. Schöne Kombo. Alter, krass.
So, was hat er denn hier alles? Aber wir nehmen einfach mal alles. Wieder ein Machtfragment, das ist sehr gut. Auch kein Dietrich. Komisch. Na ja, gut. Die Schüssel kann auch weg. So. Ein bisschen Silber. Ansonsten nur Müll. Okay, hätten wir den auch abgehakt. Na gut, die bringen ja immerhin Machtfragmente, ne? So, kurz einen Schluck saufen. Aber irgendwo ist doch hier ein Drachen. Man hört ihn doch. Hier unten ist er nicht, ne? Mädels, ihr seid spitze. Ihr seid ja fast unsterblich. Aber jetzt sind wir ja wieder hier. Ne, Quatsch. Der war ja vorher da. Naja, wir müssen ja noch bei dem rein. Da drüben waren wir ja jetzt. Da haben wir das rote Drachending fertig gemacht. So, was geht hier so? Hier qualmt es auch wie aus dem Ofen. Ordentlich Verderbnis drin. Und? Oh. Das Aviarium. Grüße dich, du Albino. Die machen auch übelsten Schaden, die zwei. Wahnsinn. Ich kam nicht weg. So, Getreue aufgestiegen. Sehr gut. Was hat er hier alles? Oh. Gezieferhautstiefel. Was machen die? Legendär. Gesundheit plus 60. Okay. Beweglichkeit plus 6%. Nicht schlecht. Alles nehmen. So. Halt, ich will einen Hackebeil. Vielleicht kriegt man hier einen Fledermauskopf raus. Wo ist denn? Ach, das Hackebeil ist hier unten. Ja, Fledermaus-Dämonenkopf. Hier war irgendwas zu lernen. Slave, if you have been chosen to work the aviary, okay. Be wary. The winged demons that we use to complete our errands are fed on the flesh from the sacrifice pits. And they see your kind as prey. The aviary allows us to rule our empire, carrying the decrees of the triumvirate across the land. Our beasts feed themselves as they travel, and they are intelligent enough to never lose their way. Like you, bonded one. They make excellent servants. Okay, krasser Shit. So, naja. Was soll's, Leute? Gehen wir jetzt mal hier rein. Wir sind gerade so gut drauf. Geht's denn hier rein? Zitadelle des Triumvirats. Drücke E, um zu interagieren. Hier liegt was. Wir haben Fans. Hä, hier stand doch gerade, drücke E, um zu interagieren. Bin ich blöd? Nö, hier ist nix. Alter, was geht hier? Schlangen.
Oh ne, da ist so eine Riesenschlange. Ich mag Schlangen nicht so sehr. Die macht bestimmt ordentlichen Giftschaden auf meine zwei Srals. Oh, die Kleinen, die nerven ja schon. Ich guck mich erstmal um. Hier sind Kisten. Alter. Man trifft die schlecht. Die haben so komische Hitboxen, die kleinen Mistbiester. Oh ja, das nehmen wir auch. Wir sind reich. Wir sind reich. Cool. So, noch nicht pullen. Noch nicht pullen. Erstmal hier oben gucken. Wenn wir schon sterben, dann wenigstens mit vollen Taschen. Aber hier sind keine Kisten. Doch, hier ist eine. Jo. Zwei Goldbarren. Oh, okay. Au! Ah! Du Blödmann! Boah, fuck! Wie ist die denn drauf? Die hat ja die übelste Reichweite. Oh, guck mal, die kriegt nur übelst schnell Schaden. Alter Verwalter! Vergiftet, Verderbnis. Scheiße. Ah, guck mal, Giftschaden ist für die Thralls immer noch das Schlimmste. Seht ihr das? Komm, noch zwei Schläge, dann ist er tot. Ja, haben wir, Leute. Gibt's Schlangenköpfe? Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Wie geht's euch? Ja, die ist schon wieder heile. Und die fast. Krass, oder? So, ein Dietrich haben wir. Oh, was ist denn das? Schimmermond. Haben wir, glaube ich, schon. So, hier noch irgendwas. Nimm mal lieber die Fackel. Irgendwo muss noch ein Drachen sein, Leute. Oh, hier. Du hast ein Reliktfragment gefunden. Was ist ein Reliktfragment? Oder meinen die Machtfragment? Was ist denn ein... Keine Ahnung. Oh, die Verderbnis nimmt zu. Und wir haben hier einen Schweinedurst, ey. Das ist krass. So, sonst noch was? Nö. Gut, dann nischt wie raus hier. Jetzt haben wir das auch abgehakt, Leute. Guck lieber mal nach oben, nicht, dass ihr wieder schimpft, weil ich hier irgendwas übersehe. Irgendwelche Kisten, die oben lang führen. Da gibt's ja hier jetzt gar nicht mehr so viel. Wo könnte denn dieser komische rote Drachen sein? Ne, der andere. Den roten haben wir erledigt, ne? Was haben wir hier? Fledermaus-Dämonenkopf, Rotdrachenkopf. Dann muss es hier noch einen anderen geben. Vielleicht einen blauen oder was, keine Ahnung. Aber wo? Mein Gott, jedes Mal, wenn ich auf die Karte gucke, muss mir unbedingt einer von euch in den Arsch treten. Da oben scheint auch noch was zu sein. Ah, da ist er doch. Guckt mal. Den Kollegen habe ich gesucht. Jetzt wird es langsam aber eng mit der Verderbnis. Also uns fehlt ja schon gut was an Gesundheit. Nee, das ist ein normaler kleiner Drachen, ne? Hier irgendwas? Kann man da rein? Weil die zwei hier so rumstehen, die zwei Nasen. Hier scheint was drin zu sein, oder? Ist hier was drin? Nö.
Okay. Was machst denn du? Steck das Schild weg. Dann gehen wir mal weiter. Folgendes nimmt schon wieder zu. Da unten ist irgendwas Großes. Ja, hier ist noch so ein Dicker. Oh, die zwei anderen, die stehen ungünstig. Mist. Okay, erstmal nur einpullen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den anderen versuchen zu pullen. Oh, ich bin überladen. Was habe ich denn so viel? Alter, übelst viel Fleisch. Was wiegt denn hier so viel? Keine Ahnung. Vielleicht die Schlangendrüsen? Ne, die wiegen nur 2 Kilo. 8 Fragmente, 1 Kilo. Oh, hier der Kopf. Rotdrachenkopf wiegt ganz schön viel. Na und die Hörner. Kannst du die Hörner nehmen? Danke. So, da kommen wir schon mal ein Stück weiter. Okay, ich versuche erstmal den zu pullen. Aber wenn der zu nah bei der Mama ist, kann es sein, dass die kommt. Okay, er kommt. Mädels, weg da. Jetzt haben wir vor allen Dingen gleich schon wieder einen Fight im Dunkeln. Alter, guck mal, wie viel der schon eingesteckt hat. Ist das geil. So, wartet mal, Leute. Ich esse hier mal sowas und trinke nochmal ein Stück. Wie viel haben wir noch? Ja, alles klar. So. Der nächste Drachen, Leute. Aua. Gefühlt, der ist eine Nummer härter irgendwie. Okay, der ist echt krass. Der ist irgendwie härter als der andere. Kann das sein? Wir haben den Wald.
Jetzt haben wir ihn bald. Oh Mann, ey. Ich reite denn jetzt. Okay, zum Schluss hat er mir nochmal voll eine gegeben, der Idiot. So, gut. Also, der war aber härter als der andere, oder? Ja, wir haben Gründrachenkopf. Geil, da können wir endlich schmücken zu Hause. So, wartet mal. Kann ich dir nochmal 100 Knochen geben? Wunderbar. Jetzt haben wir den Drachen auch. Aber einen vermisse ich noch. Irgend so einen... Hier muss es noch irgendeinen Boss geben, Leute. Jetzt sehen wir natürlich nicht viel. Aber wir sind schon bei 47 Minuten, Leute. Scheiße. Können nicht mehr so lange machen. Ich hab dann schon wieder gleich Stream. Zur Not müssen wir hier nochmal her. Und diesen einen Boss... Also einen muss es noch geben. Ich hatte nämlich mal vor geraumer Zeit einen Guide über diese Gegend hier geschaut. Und da muss es irgendwo noch eingeben. Und ich meine nicht diesen blauen Leuchtskelett-Boss, sondern... Ne, hier unten waren wir, ne? Da war dieser kleine, in der Mitte der große. Die sind alle nachgespawnt, nehme ich an. Ja, nee. Was ist denn das hier für eine Gegend? Doch, hier ist der große. Das haben wir schon erledigt, Leute. Aber hier ist noch eine Kiste, die ich übersehen hatte. Na gut, ist auch noch Müll drin, ne? Scheiße. Irgendwo muss noch ein Boss versteckt sein. Ich weiß nur nicht, wo. Was ist das hier? Was da? Dort waren wir doch vorhin. Da hinten war nichts, ne? Wir laufen direkt drauf zu. Ach, das war das hier mit diesen ganzen Skeletten. Ne, da waren wir auch schon, Leute. Ne, was war denn hier? Ach ne, hier haben wir gerade die Drachen weggemacht, ne? Ja, genau. Ne, hier waren wir schon. Dann kann es ja nur hinterm Archivar sein. Okay, Leute, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz. Ich glaube, den Boss, den ich suche, der ist auch irgendwie unten in einer Felswand versteckt. Also in so einem Durchgang versteckt. Ist so im Prinzip wie das hier, nur weiter unten oder so. Da oben kann man, glaube ich, raufklettern. Da ist, glaube ich, auch noch irgendwas, wenn ich mich noch recht entsinne. Da hinten war der Archivar. Nee. Was ist hier? Oh, das war nicht so gut. Ach, da war der Typ, genau. Und da sind wir vorhin gekommen, da kann es auch nicht sein. Wo ist der, den ich suche? So groß ist ja die Gegend hier gar nicht, ne? So, mach mal die Fackel aus. Es ist doch taghell.
hier ist nichts. Verdammt, ich noch eins. Oh, hier ist was zu lesen? Nee. Einfach nur ein komischer Stein. Mensch! Ich gucke auf die Karte! Bist du harte oder was? Boah, ey, ihr kotzt mich an! Mädels! Hilfe! Die sind wütend hier! Völlig außer Kontrolle, die Jungs! So. Jetzt hab ich vergessen, wo ich war, wo ich hin wollte. Verrückt. Die namenlose Stadt voller verrückter Skelette. Jetzt sind wir doch hinterm Archivar. Genau. Ne, die Archive sind da. Dann können wir nur noch mal hier irgendwo gucken, in der Gegend. Aber hier ist auch nichts. Hier ist tote Hose, Leute. Verdammt. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, wo der Boss, den ich meine, ich hoffe, ihr wisst, welchen ich meine, wo der sein könnte, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann gehen wir nochmal hin. So, den machen wir jetzt nicht nochmal. Wo der immer geilen Shit droppt. Na los. Noch einmal, wo ist er? Da. Zum Abschluss. Also die Mädels schlagen sich echt tough, das ist so krass. Die muss man ja kaum noch heilen. So, hat er diesmal was Geiles? Was ist das hier? Falcata. Ist nichts Legendäres. Nö, diesmal nicht. Scheiße, Leute. Okay. Also offensichtlich finde ich nicht das, was ich suche. Das ist Mist. Von hier sind wir ja im Prinzip gekommen. Ne, wir sind von woanders gekommen. Tja, Leute. Aber wie gesagt, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr überhaupt wisst, welchen ich meine. Ich weiß, einer ist oben auf einer Brücke, aber es ist nicht der, den ich meine. Was ist denn das da vorne? Ist das das vielleicht, was ich suche? So, ne, da steht wieder der Typ. Ne, da waren wir ja schon. Tja. Aber. Dann ist es leider so, Leute, dass wir das jetzt nicht finden. Schade. Das hätte ich irgendwie gern noch gefunden. Oder ist das hier? Ja, hier ist das, Leute. Den suche ich. Genau den. Erstmal kurz die Typen hier beseitigen. Ist Dalinzia schon. Dali. Alt. Und du bist Stufe 15. Ja, geil.
Aus euch wird noch mal was Großes. So, der hier soll ein bisschen nervig sein, weil hier die ganze Zeit diese Skelette nachspawnen. So, der hängt erstmal an der Wand fest. Aber das ist der, den ich gesucht habe, Leute. Okay, ich mach die Skelette und ihr den Typen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Aber guck mal, irgendwie geht doch auch meine Verderbnis weg. Ich hatte doch vorhin übelst Verderbnis. Wieso ist das so? Also eigentlich ist die namenlose Stadt ja perfekt, um Sralls, die schon so ab Level 13, 14 sind, perfekt zu leveln. Weil die Gegner bringen ja hier schon eine Menge XP. Aber trotzdem, gegen meine Mädels ist der Typ machtlos. Das ist so krass. Ja, ja, was hast du so einstecken? Machtfragment, Goldmünze. Ja, die Trommel nehmen wir jetzt auch noch mit. Das war's, Leute. Das war's. Ist hier noch eine geile Kiste? Ah ja, guckt. Aber da ist gar nichts Geiles drin. Jetzt haben wir alles gefunden, was ich so auf dem Schirm hatte. Wie gesagt, es gibt noch einen Boss, der ist oben auf der Brücke. Ich glaube, das ist dort, wo wir die Skelette gesehen hatten. Und dann halt noch diesen blauen Skelettboss, der halt auch immer geilen Scheiß droppt. Aber ansonsten haben wir jetzt hier alles durch in der namenlosen Stadt, Freunde. Ich freue mich. Hat super geklappt. Wichtig waren mir vor allen Dingen diese Drachenköpfe. Wir können ja hier einfach ausloggen. Beim nächsten Mal gehen wir noch hinten zum Archivar rein. Aber guckt mal, wieso heile ich denn meine Verderbnis? Wenn das jemand weiß, schreibt mal ruhig rein. Das interessiert mich schon. Irgendwas heilt hier meine Verderbnis. Das ist ja abgefahren. Vielleicht dieses Schwert? Nee. Keine Ahnung, Leute. Naja. Vielen Dank fürs Reingucken. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen werden wir dann wahrscheinlich wieder ein bisschen bauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Lasst einen Daumen da, lasst Liebe da. Und ja, ich wünsche euch was. Bis denne, macht's gut. Ciao.